Machen wir mal weiter. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin schon ein paar Stunden am Aufnehmen. Willst du nicht auch für einen Moment die Aussicht genießen? Okay. Und fertig. Und dementsprechend, ja. Scharlachstiel. Gut. Was wollte ich sagen? Habe ich es vergessen. Tut mir leid. ist bei dir der Name Programm oder hast du jetzt nur... Jazz Jasmin 21. Ist das dein richtiger Name? Ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch Leute, die einfach irgendwelche Namen nennen, um online zum Beispiel eine andere Identität oder so zu nehmen. Ich hatte zum Beispiel jemanden, der hat sich als Gamer Girl ausgegeben. War eigentlich nur ein Typ, der sich einen Top angezogen hat, damit er mehr Zuschauer generiert. Ich sollte den Kräuterkenner suchen. Vielleicht ist es Nilo. Ich könnte ihm die Scharlachstiele geben. Das Interessante ist, er hatte mich halt bei Twitch geblockt und von seinem Kanal gesperrt, weil ich hatte ihn über Lenny kennengelernt. Wir waren eigentlich ganz cool drauf, aber ich habe mich halt geweigert, ihn als Mädel zu sehen. Das hat halt bei mir nicht geklappt. Und dementsprechend hat er mich halt rausgeschmissen. Das Interessante ist, dass solche Menschen halt diejenigen sind, die am meisten auf Verständnis und Toleranz plädieren, was ja auch richtig ist. Aber dass das in der Regel dann auch diejenigen sind, die am wenigsten Toleranz haben. Das ist mir schon so oft aufgefallen. Vor allem, wie gesagt, meine Tante ist ja zum Beispiel lesbisch und mit einer Dame verheiratet. Und bei diesem ganzen Quatsch heutzutage, mit diesem ganzen Gender-Wahn, denkt sie halt, das ist eigentlich so nicht richtig, weil die meisten sind es halt gar nicht. Die machen das nur, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Genauso wie dieser eine Typ da, dieses Gamer-Girl oder wie der auch hieß, das hat der nur gemacht. Hat dann seine Stimme so ein bisschen verstellt, hat er nur gemacht, damit halt irgendwie gefühlt mehr Stuff halt reinkommt. Also Abos und Follower und Zuschauer und hast du nicht gesehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist traurig. Und dementsprechend finde ich es halt immer schade, wenn sich Menschen so Besonderheiten so gefühlt eigentlich nur aneignen, um halt irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn dann zum Beispiel das virtuelle Leben, Twitter, Facebook, Twitch, etc., etc., wenn das dann vorbei ist, dann denke ich mir auch, ja, dann merkst du halt gar nichts mehr. Ob die da irgendwie wirklich dann dahinter sind. Vor allem die am lautsten brüllen, ja, es muss toleriert werden und immer rein. Ja, ist okay. Aber außerhalb vom Rechner ist dir das komplett egal oder du merkst es halt nicht an. Und da denke ich mir so, das ist halt auch falsch. Das ist halt die Frage, kämpfe ich für etwas oder will ich mir halt irgendwas aneignen? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde Rheinklang hier so schön als Stadt. Ich habe die PlayStation 5 noch nicht so lange. Ich weiß gar nicht, wie viel... Wo sieht man das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 26 von 62 bei Zero Dawn. Da noch nicht, weil das Spiel habe ich mir heute erst geholt. Das habe ich zwar auf Ubisoft Connect, das habe ich mir auch heute geholt. Kena habe ich 18 von 42 Trophäen. Ist auch ein schönes Spiel. Ragnarok habe ich, klar, habe ich auch noch nicht so viel gespielt, ne? 4 von 36, aber ich bin kein Trophy Hunter. Plague Tale habe ich 21 von 36, aber ich habe es einmal durchgespielt, das werde ich wahrscheinlich nicht weiterspielen.
weiß gar nicht, wo man das sieht. Musik, Gamebase, Mitteilung. Ich hab halt auch noch nicht so viel, ne? Also. Ist jetzt nur Zero Dawn. Ja, sonst läuft es bei mir eigentlich ganz gut, Kai. Die PS4, ich glaube, ich habe zum ersten Mal im Juni, war das im Juni oder im Juli? Ich glaube im Mai hatte ich zum ersten Mal eine PS4. Die habe ich vom Dominik bekommen. Und ja, fand ich dann ganz gut, aber wenn du halt mit einem 144 Hertz Monitor, einer RTX 3060 halt irgendwie knapp 80 bis 90 FPS gewohnt bist, dann ist es halt unglaublich schwierig, halt nochmal zurück auf 30 FPS zu gehen. Ich bin halt auch, was das angeht, ein kleines, also hab da so ein gewisses geschultes Auge mittlerweile, weil ich auch bei allem den FPS-Zähler mitlaufen lasse. Dementsprechend habe ich mir da selbst so ein bisschen zuzuschreiben. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Was wollte ich sagen? Dementsprechend habe ich mir dann irgendwann spontan einfach mal eine PS5 geholt. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich Mediamarkt gehen, nur um mir ein Mauspad zu holen. Das war eine ganz lustige Story. Und später dann... Geht's dir besser? Haben sie dann gesagt, ja. Und auch meinem Gewissen. Stell die PS5 vor. Kriegst du noch diesen Monat. Das war, glaube ich, am 25. Juli. Habe ich dann wirklich am Samstag bekommen. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich soll mit dem Kräutersammler sprechen. Das ist schön, aber... Irgendwie muss ich doch... Ach, hier. Ja, okay. Um mal ein bisschen das Spiel zu kommentieren. Reinklang. So wie es ist. Nachgebaut als Wellnesskur-Oase. Mit dem gleichen Baumaterial. So wie es ist. Überall mal hier so viel... viel Natur, ein bisschen Wasser drumrum. Ab und zu mal das ein oder andere Schwimmbecken. Ich würde es feiern. Ich würde meinen gesamten Urlaub dort verbringen. So wie es ist. Einfach ein großes Dingsbums, wo die Leute dann einfach Kur machen können. Ja, so zwischendurch mal so ein schönes Restaurant, wo man was essen kann oder so. Also hier gefällt es mir wirklich. Das hier als Erholungskurort. Hammer. Fremde. Was kann ich für dich tun? Du bist der Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber jemand anders auf eine Art. Danke, ich versuch's im Flusslied. Dort ist ein Hain, eine Gedenkstätte, eine schöne Grünanlage. Wenn er dort ist, pflegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Ich hoffe, du findest den Flusslied, wonach du suchst. Super. Begib dich nach Flusslied, da war ich doch schon, oder? Kann ich was für dich entscheiden? Pff, hau die Frage raus, dann können wir mal gucken. Okay, Flusslied. Wir schlagen. Ich sollte Nilo suchen und ihm die Scharlachstele geben. Der Kräuterkenner in Rheinklang meinte, er sei vielleicht in der Nähe des Hains. Was soll ich mir herunterladen? Fishing Planet oder Dauntless? Boah, ich kenne die beiden Spiele gar nicht. es kommt auch oft immer drauf an. Also Fishing, Planet klingt jetzt, ich bin zwar auch ein Fan von Farming-Spielen, aber ich glaube, das klingt mir dann doch ein bisschen zu langweilig. Dauntless klingt okay. Nimm Dauntless. Vom Namen her würde ich sagen, ja, Dauntless. Ganz einfach, entscheide ich jetzt mal so. Hallo. Eine Nora. Hier. Du bist weit weg von zu Hause. Du hast wohl recht. Ich suche einen Kräuterkenner namens Nilo.
Ich glaube, du hast seinen Namen erwähnt. Du bist am richtigen Ort. Seine Samen sind hier vergraben, wo er die Blüten anderer pflegte. Zum Beispiel meiner Mutter. Ich bin seine Tochter, Gia. Seit wann ist er denn tot? 5 Jahre jetzt. Er steckte viel Liebe in diesen Hain. Fast so viel, wie er mir gab. Deshalb könnte ich Flusslied nie verlassen. Ich möchte gerne ein paar Blumen da lassen. Ah, ich glaube. Warte mal, Sekunde. Scharlachstiele. Sie sind selten. Ich meine Dauntless. Sie waren ihm am liebsten. Ich wusste nie warum. Er pflanzte sie, wenn er konnte, doch er pflückte sie nie. Er zog es vor. Hallo Epic Games, mach hinne. Ich meine, ich hätte das auf Epic. Er war also ein guter Mann, der ein gutes Leben hatte. Das war er. Ich habe das mal gelesen. Ich habe jetzt mal die Bildschirmaufnahme gewechselt. Aber wenn mein Vater sie mochte, muss sie eine gute Seele sein. Na gut, Epic Account zu createn ist ja relativ easy. Aber ich glaube, die haben das mal. Muss ich jetzt zu der zurückkehren? Oh, komm schon. Muss ich mal gucken. Ich meine. Ja, aber es müsste doch eigentlich auch so gehen. Aber wenn du Jason heißt, warum hast du dich dann Jazz Jasmin genannt? Schau, Lande ist zurück. Ich sehe noch gut genug. Ist mein Wachdienst vorbei? Hast du von Großmutters Gärtner gehört? Ja und nein. Gucken wir mal. Ich habe die Scharlachstiele auf sein Grab gelegt. Seine liebste Blume, laut seiner Tochter. Er liebt es, sie blühen zu sehen. Er ist tot. Ach, Jamin. Doch er hat ich habe Jasmin gelesen. Boah, ich bin echt alt. Das muss mir ausreichen. Wirklich? Das war's? Bist du sicher, es war der richtige Gärtner? Bibliothek. Konterkenner? Es schien, als ob du es für einen nutzlosen Gang hieltest. Nun, es hat dir eben etwas bedeutet. Es hätte ein ganz anderes Leben sein können. Dauntless, ne? Das ist so eine Art Monster-Abklatsch. Warte mal, wo haben wir es denn? Control Crashlands, Demon X Machina, Dauntless. Ja doch, Dauntless habe ich. Klingt, als ob deine Großmutter alles im Griff hat. Das haben sie bei Epic mal verschenkt. Sag mir einfach, wenn du das nächste Mal hier rauskommen möchtest, ja? Aber, nee, warte mal, Dauntless hier. Knapp eine Stunde habe ich gespielt, das war... Okay. Nimm das. Weil du einer alten Frau Control würde ich gerne mal weiterspielen. Ich glaube, die haben sogar irgendwie ein Paket oder so damit. Ja. Ich muss off. Viel Spaß, mach's gut. Ich mach das schon. Ich will zwar nichts sagen, aber... Warum ist das Modell so schlecht geladen?
So, kehre zur Basis zurück. Ja. Wir haben Fähigkeitspunkte 4 Stück. Okay, das habe ich hier alles schon fertig, ne? Mir fehlen noch ein paar Sachen, das ist okay. So, wollen wir mal gucken, Quest. Meer aus Sand. Die zweite Strophe. Ach, mach ich. Stimmt, die Basis kann ich ja immer reisen. Gut. Ausgefeilter Name, muss ich sagen. Gut, in die Basis muss ich sowieso. Da kann ich auch gleich mit der Sue reden. Und auch Poseidon schon mal heimbringen. Ich spüre die Kälte bis auf die. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt 2 von mir gibt? Es gibt jetzt 2 von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Val hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher auch viel Schlimmes, weißt du? Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber ja. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Val mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Beeren eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünschte nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja, geht mir genauso. Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hole schon alles nach. Versprochen. Was liest du danach? Gaia hat dem Archiv einen Artikel über Metallstäbe hinzugefügt, mit denen man Blitze nutzen kann. Hat mich an einen Cousin erinnert. Er dachte, wenn er Sturmvogelplatten trug, könne er Blitze speichern. Stieg auf den höchsten Berg im Anrecht, um es zu beweisen. Das Ergebnis war sehr typisch für die Osseram. Es funkte und knallte. War lustig. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Joe und Val sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Gewöhnst du dich gut ein? Val hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist, wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaru-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er Val etwas dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe.
Du hast unseren neuen Tenakt-Freund getroffen. Er ist ruhig. Ich dachte, sein Volk bestünde aus blutrünstigen Irren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja. Also wenn du ihm vertraust, tue ich das auch. Talana ist in die Basis gekommen? Eher dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einen Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Schade. Ich muss jetzt los. Mach nicht zu viel Ärger, ja? Hey, geht's dir und Erend gut? Nichts, das etwas Ruhe nicht richten kann. Bist du okay? Dieses Beta-Ding ist ja echt viel. Selbst für dich. Ich mach einen Schritt nach dem anderen. Das ist gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ich sollte zurück in die Wildnis. Ich behalte Beta im Auge, damit es ihr gut geht. Okay. Alles klar. So, jetzt würde ich aber gerne nochmal mit So sprechen. Was ist das? Warum ist das nicht zu? Warum geht das nicht? Wieder da? Was hast du vor? Gaia war so freundlich, mir eine Liste mit Glyphen der Alten zusammenzustellen. Sie half mir dabei, ein paar der Daten von dir zu entschlüsseln und zeigte mir, wie man den Fokus als Hilfe benutzt. Es ist nicht einfach, aber es funktioniert. Schön zu hören. Du hast dich eingewöhnt. Gaia sagte, dieser Ort wurde für uns erbaut, damit wir die Kontrolle über unser Land zurückerhalten. Mit ihrem Terraforming-System. Es pflegen, wie die Landgötter es mit den Feldern in Reinklang tun. Es scheint mir seltsam, dass ein Ort des Lebens derart voll ist von Metall. Klingt, als wärst du meiner Freundin Talana begegnet. Ja, die Kaja-Jägerin. So eine Ausrüstung habe ich seit den roten Raubzügen nicht gesehen. Aber Val hat mir gesagt, dass sie auch unter dem verrückten König gelitten hat. Ja, sie ist eine von den Guten. Glaub mir. Super. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert, die Unterfunktionen. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Faso etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah. Hephaestus. Und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter, zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Na komm, bist du jetzt schon mit den Kontrollkernen in der Lage, die Landgötter in Reinklang neu zu starten? Noch nicht. Gaia hat gesagt, der Neustartcode muss mit den Daten von den Kernen verändert werden. Sie hat meinen Fokus mit Software für die Aufgabe aktualisiert. Aber es ist wohl sehr kompliziert. Es wird dauern. Dann sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Mach ich. Ich muss jetzt los. Leb wohl. So, sollen die mal in Ruhe lernen? Warte darauf, dass so... Okay. Hier hat sich wohl jemand eingerichtet. Wie ich sehe, hast du Vars und Sos Zimmer gefunden, Aloy. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Verstehe. Aha. Aha. Die Alten tanzten gerne. Nicht genug Rohstoffe. Hier kann ich Überbrückungen lernen. Hier habe ich noch eine Werkbank. Waffen-Upgrades.
So, jetzt würde ich gerne mal mit Gaia quatschen. Muss ich da wirklich? Nee, ich kann doch hier ganz normal hoch. Willkommen zurück, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Na, selbstverständlich. Sonst wäre ich nicht hier. Aloy, kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay. Ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Super, kann ich mit der sprechen? Hi, Gaia. Hallo, ey. Also, ich schätze, Beta wird hier bleiben. Ich gab ihr einen Fokus. Hab ihr gesagt, sie soll dich fragen, ob sie helfen kann. Sie ist nicht, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Ich weiß nicht. Wohl jemanden, der hilfreicher sein würde. Und weniger pessimistisch. Es stimmt, sie hat unseren Fortschritt überschätzt. Aber man muss auch feststellen, dass ihr Vertrauen in deine Fähigkeiten sie zur Flucht von den Zeniths ermutigt hat. Vermutlich. Gib ihr Zeit. Vielleicht fügt sie sich noch ein. Und wie kommt Erend klar? Er gewöhnt sich zunehmend an den Gebrauch des Fokus. Nach anfänglichen Problemen. Was ist passiert? Bei dem Versuch, seinen ersten Fokus an seiner Schläfe zu fixieren, hat er ihn leider zerstört. Neben einer Reihe von Osseram-Flüchen warf er dem Fokus ebenfalls vor, Zierat zu sein. Er hat wiederholt versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Naja, gut, dass wir genug Ersatz haben, schätze ich. Es sind gerade einige Leute hier und sie lernen. Alles über dich, die alte Welt. Fast wie das, was passieren sollte, bevor Apollo gelöscht wurde. Ja. Der Verlust der Apollo-Datenbank war zwar katastrophal, aber es kann noch viel aus den Daten, die du entdeckt hast, gewonnen werden. Zum Beispiel hat Val die letzten Aufzeichnungen jener durchgesehen, die während der Pharaoh-Plage ihr Leben verloren haben. Von ihren Hoffnungen und Ängsten zu hören, erfüllte ihn mit Trauer. Sollte ich mir um irgendwas Sorgen machen? Ich denke nicht. Ich habe beschlossen, nicht einzuschreiten, damit er alles ganz allein verarbeiten kann. Super! Ich sollte dann los. Leb wohl, Aloy. Super! Rede mit Varl. Wollen wir mal mit dem guten quatschen. Macht dein Fokus wieder Probleme? Schon okay. Hä? Wo ist hier denn hin? Die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Beta? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet.
Tilda. Du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitoraufseher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hört es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Farzenith und Zero Dawn. Sie kannte Elisabeth Zurbeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre. Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen. Mhm. Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gerne über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elisabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen, das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte, aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen, trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit, daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher.
Aber so lange warte ich nicht. Okay. Ja, manchmal ist die Aloy ein bisschen gefühlslos. Wenn es nicht nach ihrem Willen geht, das finde ich ein bisschen, das macht es ein bisschen unsympathisch. So, Hauptquest. Kann ich hier schnell reisen? Nee, natürlich nicht. Ja, gut, ich meine, ich könnte jetzt mir auch die neuen Räume erkunden, aber eigentlich interessiert mich das jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich könnte hier natürlich jetzt alles mal durchsuchen. So ein bisschen Lust hätte ich hier auf manche Sachen schon. Aufträge, Frostdauern. Beträge, Reinklagen, das ist Jagdgebiet, Nahkampfplatz. Rebellenlager, nehmen wir doch das mal. Wo steht das denn? Ja, das gefällt mir doch schon wesentlich eher. Da will ich doch schon eher hin. Ich würde aber den Part jetzt erstmal beenden. Nach dem Speichern. Bis dann.